imagine you're running a PLC in your industry application and some attacker comes along. Ja, und dann begrüßen wir euch auch schon mal ganz herzlich aus der Übersetzungskabine. Wir sind Flox und Tribut. Wir übersetzen heute den Vortrag Tu, was ich dir sage, nicht was ich selber tue. Heimliche Manipulation der Einausgabe von programmierbaren Steuerungen durch Manipulation der Pins. Und dazu begrüßen wir bitte ganz herzlich die beiden Sprecher, Ali Abbasi und Majid. Danke. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Talk. Es geht um die Manipulation der Ein- und Ausgabe von speicherprogrammierbaren Steuerungen durch Manipulation der Pins. Ich bin ein Doktorand und an der Universität in Trient und bin auch in Bochum aktuell zu Gast als Forscher. Und ich bin Majid und ich habe Informatik studiert und habe meinen Masterabschluss in künstlicher Intelligenz. Und ich bin auch kümmere mich auch um Systemsicherheit von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Und als ich hierher kam, habe ich dieses Bild gesehen, also wo es darum ging, wählt eure Seite, und er wählt Club Mate. Okay. So. Also, wir fangen an mit Hintergrund um Prozesssteuerung und auch weiteren Hintergrund über schon existierende Steuerungen auf SPS. Und das ist wichtig für unseren Angriff, denn wir sehen dann, warum wir unseren Angriff machen. Und dann macht es Sinn, wenn ihr seht, welche Verteidigungsstrategien es auch gibt. Und wir wollen uns auch anschauen, welche von diesen Verteidigungsstrategien auch allgemein auf speicherprogrammierbare Steuerungen angewandt werden können. Und dann kommt der zentrale Part, der Hintergrund auf Manipulationen der Pins, was die Probleme hier sind. Und dann gibt es eine Rootkit-Variante unseres Angriffs und welche, wo man kein Rootkit installiert. Und dann zeigen wir euch Demos und am Ende reden wir nochmal drüber mit euch. Worum geht's? Also bevor wir anfangen, es gab eine ganze Menge Medienhype über unsere Arbeit. Und deswegen will ich kurz sagen, worum es bei uns eigentlich geht. Also wir wollen zeigen, dass speicherprogrammierbare Steuerungen gewisse Designprobleme haben und die können von zukünftigen Angreifern benutzt werden. Und es geht also hier nicht um eine neue Generation von Stuxnet, also es wird jetzt keine vollständig funktionierenden Rootkits geben von uns. Also die kann man dann nicht einfach irgendwo ausführen und die werden auf jeden Fall funktionieren, unabhängig von der Architektur und dem Betriebssystem. Und es geht auch nicht um Exploits im Allgemeinen, sondern, also wir werden auch keine Herstellernamen nennen. Also keine Namen und wir werden auch niemanden beschämen. Also zuerst mal, wie sieht so ein industrielles Kontrollsystem aus? Ganz allgemein bestehen die aus drei Teilen. Das erste ist die IT-Technologie, also das ist Active Directory, Mail-Server, Dateiserver. Und in diesem Teil des Netzwerks sind die Rechner der Benutzer, das, wo die Leute im Internet surfen oder Dateien ausführen. Und der nächste Teil ist Operational Technology, also da sind die speicherprogrammierbaren Steuerungen. Und dann gibt es den Physical Application Layer, also die physische Schicht, also die physischen Teile des Netzwerks, also die Sensoren, die Ports und so weiter. Und es ist ganz interessant zu wissen, dass dieses Ding hier überwacht wird und kontrolliert wird von dem operationalen Teil, den wir vorher erwähnt haben. Und ein Angreifer, der versucht, so ein Netzwerk anzugreifen, da könnte das letztendliche Ziel sein, Schaden in der physischen Anwendung zu verursachen. Also um das besser zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, wie Prozesskontrolle funktioniert. Und eins der einfachsten Beispiele ist zum Beispiel ein Thermostat. Also früher,
Wenn ihr eure Temperatur im Raum erhöhen wolltet, dann musstet ihr das manuell machen. Aber heutzutage könnt ihr ein Thermostat so konfigurieren, dass er auf eure Lieblingstemperatur konfiguriert ist und er ändert dann die Temperatur dynamisch. Und die Kontrolle funktioniert, indem er einen Sensor ausliest und der geht dann in das Kontrollsystem, der Wert, und in diesem Teil macht der Thermostat Entscheidungen, was er jetzt machen soll, also ob er die Temperatur erhöhen soll oder reduzieren soll. Und das Ergebnis geht dann als Kommando, als physikalischer Prozess zu dem Heizsystem, und diese Schleife, die geht immer wieder, wird immer wieder durchlaufen. Und wenn man eine große Anlage sich anschaut, dann ist es natürlich viel komplizierter als einfach nur in einem Thermostat. Und deswegen brauchen wir eine speicherprogrammierbare Steuerung, eine SPS oder PLC im Englischen. Und das sind Hauptkomponenten von jedem industriellen Netzwerk. Und das sind eigentlich nur Embedded-Geräte, die ein Echtzeitbetriebssystem, auf denen auf Echtzeitbetriebssystem läuft, und die enthalten Logik. Und das ist einfach nur ein Programm, was diese Steuerung ausführt. Und dadurch werden die Regeln definiert, was die speicherprogrammierbare Steuerung tun soll oder nicht tun soll. Und wenn wir uns zum Beispiel hier so eine Logik angucken, wenn der Input von dem Eingabekanal 1 größer ist als ein bestimmter Wert, dann wird er den Output an einem anderen Port ändern. Also schauen wir mal an, was eine speicherprogrammierbare Steuerung mit Logik tun kann. Wir haben jetzt einen Drucksensor, und die Logik innerhalb des der Steuerung liest dann den Wert vom Sensor und macht eine Entscheidung basierend auf dieser Eingabe und wird dann entsprechend dazu eine Ausgabe erzeugen. Aber kleine Änderungen in der Temperatur des Raums kann kein Problem sein, aber es kann eine echte Bedrohung sein in so einem Netzwerk. Und deswegen benutzen wir Kontrollalgorithmen. Und die Idee ist, das Risiko von bestimmten Operationen zu bestimmen. Also wenn man definiert haben will, dass die Temperatur nicht höher sein darf als 20, und wenn wir in dem letzten Durchlauf 19 gesehen haben, dann werden wir ausrechnen, was jetzt passiert, wenn dieser Loop noch einmal durchläuft. Und die Frage ist, sollen wir den Prozess jetzt anhalten oder ist es nicht wirklich gefährlich? Das heißt, wir können es einfach nochmal durchlaufen lassen. Okay, also jetzt, wo wir ein grundsätzliches Verständnis haben, werde ich euch eine kurze Einführung geben in Angriffe und Verteidigungen. Eine der einfachsten Angriffe gegen PLCs ist, die Authentifizierung zu umgehen. Das heißt, man kann sehr einfach zum Beispiel das Standardpasswort ändern, aber also sehr, man kann sehr einfach die Standardpasswörter rausfinden, die sind fast bei allen Geräten ähnlich, das ist bei allen ähnlich. Ja. Man kann auch eine modifizierte Firmware hochladen, und so kann man dann die Logik in dem Gerät modifizieren und die veränderte Logik hochladen. Dann kann man Buffer-Overflows ausnutzen und embedded devices and the PLCs. The last but not least kind of attack are the ICS malwares. One of the good examples about this attack is die andere Möglichkeit ist, ICS malwares zu nutzen, die Malware wird die eigentliche Software angreifen, indem man sie Hooks installiert, die man nutzen kann. The attestation or memory attestation is one of those solutions.
Und womit kann man sich jetzt schützen? Eine Möglichkeit ist, wir wollen sicherstellen, dass der Speicher den bestimmten Zustand tatsächlich auch abbildet. Dann gibt es auch Firmware-Integritätsprüfung. Das heißt, wir können prüfen, dass bevor wir die Firmware installieren, neue Firmware installieren, prüfen wir, ob das System auch, also ob die Firmware tatsächlich auch von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Und dann gibt es auch noch detailliertere Schutzmechanismen, also zum Beispiel, indem man die Hooks und die Datenein- und Ausgabe genauer prüft. Und nicht alle von diesen Verteidigungsmechanismen kann man auch auf speicherprogrammierbare Steuerungen anwenden. Also manche benötigen Veränderungen der Hardware, und nachdem wir nur sehr wenig Ressourcen haben auf so einem System, sollte es nicht zusätzliche Arbeit machen für das Gerät. Denn fast alle der schon hergestellten speicherprogrammierbaren Steuerungen unterstützen keine Virtualisierung. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir in Zukunft Virtualisierungsunterstützung haben in den PLCs. Das heißt, alle Schutzmechanismen, die Virtualisierung brauchen, können wir nicht benutzen. Und jetzt machen wir zwei Kategorien für die Schutzmechanismen. Die erste sind Logik-Checksummen und Firmware-Prüfungen. Das sind einfach ganz triviale Schutzmechanismen. Und die andere Kategorie ist, hier Doppelgänger, hier geht es, Doppelgänger und Autoskopie sind einfach zwei in dieser Kategorie. Und wie funktioniert dieses Doppelgänger? Der benutzt tatsächlich eine Zusicherungslösung, also eine Attestation-Lösung, die scannt ein Firmware-Image und sucht dann nach ausführbarem Code und installiert da zufällig ein paar Watchdogs. Das heißt, jedes Mal, wo einer dieser Watchdogs ausführt, wird er prüfen, ob die Speicherregion, also die Checksumme einer Speicherregion, sich nicht verändert hat. Und wenn das so der Fall ist, dann ist alles gut. Und dann gibt es Autoscopy JR. Das ist ein Schutz für wenn der Ablauf des Programms sich ändert. In der ersten Phase lernt das System gewisse Informationen über den Ablauf, also die Adresse der Funktion und Parameter und die Rücksprungadresse, und speichert das in einer vertrauenswürdigen Tabelle. Und später, wenn das Programm läuft, werden dann die Informationen zur Laufzeit verglichen gegen diese statische Liste. Und wenn die Werte übereinstimmen, dann sagt das System, alles ist in Ordnung. Also diese zwei Lösungen versuchen, gegen Hooking und Manipulation von Daten zu schützen. Aber nicht alle Rootkits funktionieren durch Manipulation von Code oder Speicher. Also zum Beispiel kann man auch einfach bestimmte gibt es ein Frag Magazine, wurde vor langer Zeit dokumentiert, indem man, also das könnt ihr euch nachher anschauen, wenn euch das wirklich interessiert. Und jetzt gehen wir aber weiter auf die PIN-Steuerung und auch die Attacke, die wir durchgeführt haben. Also ihr fragt euch vielleicht, warum haben wir jetzt so einen Haufen Hintergrund über aktive Verteidigung für die PLCs erwähnt haben. Und es macht jetzt mehr Sinn, uns die Attacke anzusehen, unter der Bedingung, dass wir aktive Verteidigung im PLC haben. Und so die ersten PLCs mit aktiver Verteidigung werden wir vielleicht so in 2020 oder ein bisschen früher sehen. Also, also es gibt zwei verschiedene Art und Weisen, wie wir Pins angreifen können. Also eine ist Multiplexing, das heißt, wir haben zwei verschiedene Pins. Und ich rede jetzt tatsächlich von echten Pins, die man sich angucken kann und anfassen kann. Und die zwei haben zwei verschiedene Funktionen. Und ich kann entweder nur die eine oder die andere Funktion benutzen. Und
das liegt daran, dass der Chip-Entwickler vielleicht verschiedene Funktionen für den Chip vorsieht. Also es gibt eine Funktion zum Beispiel für einen Hersteller von Mobiltelefonen und einen anderen Kunden auf dieselbe Platine. Und je nachdem, welche Firma diesen Chip dann nutzt, die kann dann, das kann dann auf, also für die eigenen, also es kann, wir können einen Chip herstellen und verschiedene Firmen können das für ihr Ding benutzen. Und das nennt man dann Pin-Multiplexing. Das ist, macht also Chip-Design einfacher, möglicherweise. Und was wir jetzt sehen, wenn man Kontrolle über die Pins hat, ist Pin-Konfiguration. Also wir konfigurieren die Pins tatsächlich, indem wir zum Beispiel einstellen, ist das Eingabe oder Ausgabe. Das heißt, es gibt ganz allgemeine Regeln, die diese Pins betreffen. Und das müsst ihr euch jetzt merken, bevor wir weitergehen. Denn bei einem Input-Pin, also bei einem Pin, über den Eingabe passiert, wo man zum Beispiel Werte einliest, kann man den nur benutzen als nur Lese-Pin. Also man kann also niemals Daten schreiben auf einen Pin, der als Input beschrieben wird. Das ist eine ganz allgemeine Regel. Und wenn es eine Ausgabe-Pin ist, das heißt, wir steuern darüber Geräte, dann können wir lesen, also wir können davon Daten lesen und wir können Daten dahin schreiben. Also ihr könnt beide Sachen damit machen, wenn es ein Output-Pin ist, ganz allgemein. Also wenn wir uns hier eine Beispiellogik angucken, hier Pin 24 ist ein Input-Pin und Pin 22 ist ein Output-Pin. Und wenn ihr da unten seht, ihr auch nochmal dasselbe, da gibt es die Konfiguration dazu. So, now we have to know actually how actually PLC, und jetzt müssen wir wissen, wie die PLC mit diesen Pins interagiert. Bevor ich anfange, möchte ich nochmal erwähnen, ich habe es schon mal gesagt, aber es gibt eine Hauptapplikation, also die Laufzeit, das wird normalerweise nicht geändert, außer wenn man die Firmware updatet, und es gibt einen anderen Teil, in die die Operators in einem Kraftwerk zum Beispiel programmieren, und deswegen heißt eine speicherprogrammierbare Steuerung programmierbar, und das zum Beispiel beschreibt dann, wenn die Temperatur des Eingangs bla mehr als irgendwas ist, dann macht das. Und das ist diese Logik. Und was die Laufzeit macht, also es kann auch ein Treiber sein, ist, dass diese Adressen irgendwie da reingemappt werden. Aber jetzt schauen wir uns das einfach mal an auf einem Beispiel. Warum ist das jetzt ein Problem? Das Problem nennen wir Memory Illusion, also die Illusion von Speicher. Und wir haben ein Betriebssystem, es gibt physikalischen Speicher. Und was passiert ist, dass die Laufzeitumgebung von der speicherprogrammierbaren Steuerung ein Ausgabespeicher anfordert. Das wird dann benutzt, um dieses Gerät zu kontrollieren. Und sagt dann dem Betriebssystem hier, mappe mal diesen Speicher hier in meinen Ein-Ausgabespeicher. Und dann gibt es den Operator, also den Mitarbeiter im Kraftwerk, und der sagt dann, ich möchte, dass das Ding das und das macht. Und das wird jetzt auf die PLC hochgeladen. Und wie gesagt, das nennen wir die Logik. Also in diesem Beispiel zum Beispiel haben wir eine Logik, die sagt, wenn Pin 24 wahr ist, dann soll alle 5 Sekunden der Pin 22 an- und ausgeschaltet werden. Also wir sehen in dem Beispiel sofort, dass Pin 24 ein Input-Pin ist, denn wir schauen einfach die ganze Zeit, ob es wahr ist. Und wir updaten Pin 22, also wir ändern Pin 22, das heißt, es ist ein Output-Pin. Und was jetzt passiert ist, dass diese SPS diese den Zustand ändert in einem Zustandsregister. Das nennen wir Zustandsregister. Also wir sagen zum Beispiel, hey, Pin 24 ist eine Eingabe, dann gibt es hier einen Zustand und Pin 22 ist Output, ist in dem Fall 0 für Eingabe, 1 für Ausgabe. Und dieser Wert dann wird in das physikalischen Speicher gesendet, und aufgrund unserer Logik lesen wir jetzt also den Wert von Pin 24. Wenn Pin 24 wahr ist, dann können wir weitermachen mit Pin 22. Also wir lesen das aus diesem virtuellen Speicher, aber in Wirklichkeit kommt es vom physikalischen Speicher. Und dann alle 5 Sekunden sagt die PLC dann, ich möchte 0 oder 1 in den virtuellen Speicher schreiben, und das bedeutet dann, ich schalte irgendwas an und aus, also zum Beispiel eine LED, alle 5 Sekunden. Das ist also zum Beispiel was alle 5 Sekunden passiert.
und das wird dann, je nachdem, was gelesen wird, immer wieder passieren. Und was ist jetzt das Problem? Was wäre denn, wenn wir nehmen Folgendes an, ein Angreifer, der ohne dass die Speicherprogrammiererin das weiß, also ich meine, die weiß das natürlich nie, ist, hey, ich habe hier eine neue Konfiguration für den PIN 24, die ich jetzt benutze. Und was der jetzt macht, das ändert den Zustand von PIN 24 von einer Ausgabe-PIN zu einem Eingabe-PIN. Es war vorhin Ausgabe-PIN, wir schreiben ja alle 5 Sekunden hin. Aber ich sage jetzt in einem anderen Register, hey, PIN 22 ist ab jetzt nur noch Eingabe. Und das wird dann also in das virtuelle Speicher geschrieben und am Ende auch in den physikalischen Speicher. Und was wir jetzt haben, das ist ganz interessant. Denn die Laufzeit der SPS nimmt jetzt immer noch an, ich muss alle 5 Sekunden die LED an- und ausschalten. Das heißt, es versucht dann 0 oder 1 in das rechte Register reinzuschreiben, an- und ausschalten. Aber was jetzt passiert ist, und das ist das zentrale Problem, ihr könnt da einfach nicht mehr hinschreiben, das ist nicht möglich. Die allgemeine Regel, die ihr euch hoffentlich gemerkt habt, ist, ein Eingabe-PIN kann nicht beschrieben werden. Und das Problem ist, dass die CPU oder der System on a Chip, die geben dir kein Feedback. Also hey, du kannst da gar nicht hinschreiben, sondern alles sieht gut aus und das nennen wir eine PIN-Konfigurationsattacke. Also wir können die Konfiguration ändern, wie das genau geht, da reden wir nachher drüber. Und jetzt ändern wir das einfach mal. Also wir haben noch ein zweites Register, das nennen wir das, also das ist das Multiplexing-Register. Ich habe jetzt einfach mal da den Namen von diesem Zustandsregister in das Multiplexing-Register umbenannt. Und jetzt sage ich einfach mal hier PIN 20, sagen wir mal, das war angeschlossen an einen Motor, also es ist kein GPIO-Port, sondern SCI oder irgendwas ähnliches. Und jetzt ändern wir das. Es ist also jetzt nicht mehr eine Logik, dass LED an- und ausgeschaltet wird, sondern es ist ein Motor zum Beispiel. Und was ich als Angreifer jetzt mache, ist, ich sage, hey, multiplexe mal den PIN 22 von diesem PIN auf eine GPIO-PIN oder irgendwas anderes. Und was jetzt passiert ist, also diese Werte, die sind eigentlich gar nicht wichtig. Aber alle 5 Sekunden versucht jetzt die Laufzeit von der SPS hier drauf zu schreiben. Aber es kann nicht schreiben, denn, nun ja, wir haben ja den Anschluss physikalisch ausgeschaltet, dadurch, dass wir den PIN multiplexed haben, der vorher benutzt wurde. Und das ist ein Problem, denn schauen wir uns mal ein Beispiel an, wie ein USB-Stick in Windows. Ihr kopiert eure Dateien und plötzlich nehmt ihr den USB-Stick raus. Was wird passieren? Ah, okay, es gibt einen Fehler. Bumm, dieses Device ist nicht mehr verfügbar, deswegen können wir es jetzt nicht kopieren. Und was jetzt passiert, ist, wenn wir PIN-Multiplexing machen speziell, ist, dass der eine Ausgabe ist nicht mehr verfügbar, aber der virtuelle Speicher ist noch da. Das heißt, das Betriebssystem redet immer noch mit dem virtuellen Speicher, aber es kann nicht auf den Hardware, also den eigentlichen USB-Stick kopiert werden. Aber es gibt kein Feedback. Das heißt, das Betriebssystem sagt nicht Bescheid. Hey, diese eine Ausgabe ist nicht mehr verfügbar. Also wir zeigen euch jetzt eine kurze Demo, wie das funktioniert. Lass uns am Anfang anfangen. So, hier haben wir zum Beispiel einen Beispielprozess und das sagt zum Beispiel, legt PIN 22 als Eingabe fest und PIN 23 als Ausgabe und alle 5 Sekunden will ich die LED, die zu PIN 23 verbunden ist, an- und auf ausschalten. Das sieht man jetzt hier, die LED geht an- und aus. Wir benutzen hier jetzt eine echte PLC-Runtime, die auch in kommerziellen Systemen benutzt wird. Wie ihr seht, wird der Wert falsch und die LED ist aus. Wenn der Wert auf wahr steht, ist die LED an. Und wenn die LED der Wert wieder auf falsch steht, ist die LED wieder aus. So, wir werden jetzt die PIN-Konfiguration manipulieren, zum Beispiel wenn der PIN ein Output-PIN ist, ändern wir den zu einem Input-PIN. So,
Wir zeigen jetzt, dass es dadurch keinen I/O-Fehler, es gibt keinen Fehler im Kernel, es gibt keinen Fehler in irgendeiner Weise. Alles sieht gut aus. Und das ist wichtig. Wir haben hier keine Hooks, keine Funktionen eingehängt. So, hier sieht man, die LED geht immer noch an und aus. Und was wir jetzt machen, so im Moment blockieren wir nur die Funktion. Und immer wenn wir versuchen, auf einen Open zu schreiben, ändern wir den Status des IOs von Output zu Input. So, es ist jetzt ein Read-Only, also nur Lese-Pin, und wir können nicht mehr auf den Pin schreiben. Und die PLC-Runtime denkt, alles ist gut und nichts passiert. In der nächsten Demo. Und jetzt zeigen wir euch nur, dass wir hier die korrekte Funktion der Runtime abfangen und schreiben auf den I.O. Und jetzt sieht man hier, die LED blinkt nicht mehr, aber die PLC Runtime weiß nichts davon. Und wir schalten jetzt um auf die Programmierstation, und die PLC sagt immer noch 5 Sekunden lang wahr und 5 Sekunden lang false für den LED-Pin. Aber die LED geht nicht mehr an, weil wir den Status des Output-Pins immer ändern, wenn die PLC versucht, darauf zu schreiben. Also, das ist ein Problem, das wir und das ist ein Problem, wo man am Anfang gedacht hätte, das müsste auffallen und es müsste irgendeinen Fehler geben, wenn der I/O-Termin nicht mehr verfügbar ist. Und das ursprüngliche Problem ist, dass es gibt keinen Interrupt dafür, wenn sich die PIN-Konfiguration ändert. Und dadurch weiß die PLC nicht, dass sich die PIN-Konfiguration oder das Multiplexing-Feature geändert hat. Und wenn es ein Feedback gäbe, dann ich weiß nicht, ob es möglich ist, einen Interrupt dafür zu schalten, weil das sehr teuer ist. Also wir haben uns entschieden, einen Angriff zu schreiben, und wir sind dabei davon ausgegangen, dass es diese aktiven Verteidigungen gibt für PLCs, und wir wollten kein Function Hooking benutzen, weil wir davon ausgegangen sind, dass es eben aktive Verteidigung für PLCs gibt, die danach Ausschau halten. Und natürlich wollen wir den ausführbaren Inhalt des PLCs modifizieren. Und wir gehen davon aus, dass es gibt Logic-Checksums, und das heißt, wir gehen davon aus, dass eine Modifikation der Logik detektiert werden kann. Und jetzt, hier kommt der PIN-Control-Angriff, und wir nennen es PIN-Configuration-Angriff, und wir... Also entweder wir machen so einen Konfigurationsangriff, oder wir machen eben so ein Multiplexing, das heißt, wir ändern die Multiplexing-Konfiguration von so einem einzelnen PIN. Und wir haben da also zwei Varianten implementiert. Das erste ist so ein Rootkit, da brauchen wir also Rootrechte dafür und ein gewisses Wissen über die System-on-Chip-Register und auch ein gewisses Wissen über das Mapping zwischen den Ein-Ausgabe-Pins und eine zweite Variante ohne Rootrechte. Also wie funktioniert das jetzt? Nehmen wir mal an, wir wollen, dass die Laufzeit auf einen bestimmten Pin schreibt, und wir wollen diesen Wert manipulieren, den da hingeschrieben wird. Und was wir machen ist, wir benutzen die Debug-Register, und wir
benutzen die virtuell gemappten eine Ausgabe und da versucht dann die Laufzeit hinzuschreiben, aber wir haben das quasi schon in den Debugger gesetzt, sodass wir die richtige Operation abfangen können. Und wir leiten die jetzt nicht einfach um, sondern was wir machen ist, wir gehen jetzt in ein anderes Register, ein Zustandsregister, und ändern die Konfiguration des Pins, was die, also die Laufzeit, wir wissen, dass die PLC da versucht hinzuschreiben. Und wir ändern das auf Input, und das bedeutet natürlich, dass das nicht funktionieren wird, denn wir können ja nicht auf eine Eingabepin schreiben. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können das wieder in den Debug-Modus schalten, und dann versucht die PLC davon zu lesen, und wir fangen das ab, und wir ändern jetzt den Pin wieder von Input auf Output, das ist also genau umgekehrt, und dann schreiben wir den Wert, den wir sehen wollen. Also wenn wir zum Beispiel einen Temperaturwert sehen wollen, dann setze ich den einfach mal auf, also dann setze ich den auf den Wert, den ich dann, der ich will, dass eingelesen wird. Und dann sorge ich dafür, dass es weitergeht. Und was passiert ist, also ihr lest den Wert, den ich euch vormachen will und nicht der, der tatsächlich an dem Sensor anliegt. Und was wir jetzt machen ist, wir schauen euch erstmal nochmal eine Demo und dann, und was wir haben ist, also dieselbe Logik, von der wir gerade gesprochen haben, also zum Beispiel alle 4 Sekunden wird eine LED an- und ausgeschaltet. Aber dieses Mal wollen wir die Attacke durchführen. Das heißt, wir wollen sehen, was tatsächlich passiert. Also es geht nicht nur darum, das zu blockieren, dass es nicht mehr passiert, sondern wir wollen es tatsächlich manipulieren, genauso wie ich es vorhin auf der letzten Folie beschrieben habe. Wir haben eine LED, die ist an einem Pin angeschlossen und die wollen wir an- und ausschalten, alle 4 Sekunden zum Beispiel, aber der Angreifer will vielleicht nicht alle 4 Sekunden, sondern er will das vielleicht jede Sekunde machen. Und also das war die Logik, die wir jetzt auch für die nächste Demo benutzen. Und dann gibt es noch ein paar Leute, die gesagt haben, naja, also was ihr implementiert habt, das war, hatte nichts mit einer echten SPS zu tun, weil das waren ja im Prinzip nur 2 Register, die ihr durch die Laufzeit von einer PLC, und bei einer echten PLC ist das vielleicht anders. Und was wir jetzt also implementiert haben, ist das auch einfach in einer PLC, wie bei einer echten PLC, die Logik wie in einer echten PLC, das kann man jetzt nicht so richtig sehen, kluge Leute werden das rausfinden. Das ist der Test, den wir haben, wir schauen euch gleich ein Video, und das war die zweite SPS. Ja, also tweetet vielleicht den Herstellernamen, wenn ihr das Gerät erkannt habt. Und was wir jetzt machen ist, wir ändern den physikalischen Prozess, ohne dass die Laufzeit der speicherprogrammierten Steuerung das mitbekommt. Was wir haben ist, alle 4 Sekunden geht die LED an und aus. Also ihr seht hier oben immer true, also wahr, und dann geht die LED an, und false, also falsch, und dann geht die LED aus. Und dann führen wir unsere Attacke aus und wir ändern jetzt tatsächlich den Prozess. Also was passiert ist, die Laufzeit scheint immer noch anzunehmen, dass 4 Sekunden oder 5 Sekunden lang wahr oder falsch ist, aber der physikalische Prozess ist tatsächlich nicht genauso. Und wenn wir uns überlegen, der Mitarbeiter im in einem Atomkraftwerk sieht jetzt quasi gar nicht, was passiert. Und jetzt machen wir es mit einer echten SPS. Also wir haben die Namen hier überklebt von dem Hersteller. Und was wir machen ist, wir schalten also wieder die LED an und aus, und also ihr könnt das hier sehen, alle 2-3 Sekunden ändert sich das. Wir haben auch hier einen Aufkleber drüber kleben müssen. Und also ihr könnt es sehen, die LED geht an und aus, und dann machen wir die Attacke an. Und das, diese Implementierung ist jetzt ein bekannter Rootkit. Also wir benutzen hier jetzt also keinen, achso, das ist die Nicht-Rootkit-Variante. Also wir benutzen hier keinen Kernel-Zugriff. Danke, André, falls du hier gerade zuschaust. Er hat das Video gemacht. Also es braucht ein paar Sekunden, bevor die Attacke wirksam wird. Also was wir zum Beispiel machen wollen, die LED soll ausgehen, ohne dass die Laufzeitumgebung der PLC das bemerkt. Und was ich also beschlossen habe, ist, die LED muss anhalten, und ihr seht es, also jetzt habe ich mich umentschieden, jetzt darf sie wieder blinken, und jetzt entscheide ich mich, nein, stopp, aber der Wert ist oben wahr, aber die LED ist nicht tatsächlich an. Das heißt, jedes Mal, wenn ich so eine Entscheidung
Entscheidung treffe, die LED anzuhalten, was sie oder davon abzuhalten zu tun, was sie tun soll, ohne dass das Betriebssystem oder die Applikation davon weiß. Ja, also so funktioniert das. Jetzt muss ich leider kurz was trinken. Und es gibt hier keinen Input-Output-Fehler, einen Ausgabefehler. Wenn wir entscheiden, dass die LED ausgehen soll, auch wenn die SPS denkt, sie ist an, dann ist sie aus und wenn wir das wollen, ist sie aus. Das Problem ist, was der Operator in der Anlage sieht, ist komplett verschieden von dem, was tatsächlich passiert. Und das ist ein Problem und das ist das Kernproblem. Der Operator sieht was anderes, als der physikalische Prozess tatsächlich macht. Und ich hatte gestern eine andere Präsentation über die Sicherheit von, darüber, wie gut die Sicherheit der Embedded Devices ist. Different binaries from different vendors, and these binaries weren't protected, not with the exploit. Ja, und diese Binaries sind tatsächlich auch geschützt, aber nicht gegen statische Analyse oder auch dynamische Analyse nicht. Und einer der Hersteller, und das hat uns tatsächlich überrascht, ist, dass tatsächlich mal das Binary geschützt war gegen statische Analyse. Und das war nur gepackt, also nur zusammengepackt. 99% der Datei waren gepackt. Und das waren tatsächlich nur ein paar einfache Funktionen, die diese Datei ausgepackt haben. Und der gleiche Hersteller hat einen einfachen Anti-Debugging-Trick benutzt. Das heißt, der Elternprozess hat da sich an den Kinderprozess angehängt, was andere Debugger davon abhält, sich da anzuhängen. Und das ist also nicht neu, da gibt es auch schon Informationen aus dem Internet, aber das hat uns tatsächlich überrascht, dass es das in der SPS-Welt auch gibt. Und wir wussten nach einer Weile, was für Informationen wir suchen, also haben wir S-Trace benutzt und die einzige Herausforderung da war, wir hatten eine sehr eingeschränkte Menge von Ressourcen auf der SPS und S-Trace hat eine ganze Menge Ausgabe erzeugt, die konnte die SPS nicht handhaben, die ist einfach deswegen abgestürzt. Und was wir deswegen gemacht haben, ist, wir haben S-Trace manipuliert, dass es einfach nur die Informationen sammelt, die wir brauchen und dann war es ganz einfach, diese Informationen auch rauszuholen. Und wenn ihr euch daran erinnert, diese zwei Schutzmechanismen, die ich am Anfang eingeführt habe, diese Schutzmechanismen sind wie auch die anderen, da gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen. Denn Doppelganger zum Beispiel überwacht ja den dynamischen Speicher gar nicht. Das heißt, wenn da bösartiger Code dynamisch reingeladen wird, dann wird Doppelganger das nicht bemerken. Und bei Autoscopy JR wird es ja gegen eine statische Liste verglichen, die im Learning Mode erzeugt wird. Und wenn eine Attacke, die im ersten Schritt quasi nicht überwacht wurde, dann kann man auch das umgehen. Und unsere Attacken modifizieren die Logik nicht und auch die Firmware nicht, aber das ist grundsätzlich möglich. Und mit der Variante, die ein Rootkit benutzt, da gibt es hier einen Graph der Fluktuation der Ein- und Ausgabe. Also wie heftig fluktuiert das? Und klar, also wir führen zusätzliche Arbeit aus auf der SPS, also könnte es eine gewisse Veränderung geben. Und wir sehen, dass es ungefähr 0,5 Millisekunden oder vielleicht auch eine Millisekunde extra. Aber die Sache ist die, dass die Fluktuation von Ein- und Ausgabe weniger ist als das, was die Laufzeitumgebung der PLC selbst verursacht. Und das hat uns überrascht. Und jetzt schauen wir uns auch noch den Overhead an, also welche zusätzliche Arbeit hier passieren muss. Und das war nicht gut, also insbesondere für Lesemanipulationen, denn wir wollen ja nicht nur das verändern, sondern es soll ja auch so sein, dass der Operator selbst, also der Mitarbeiter, das gar nicht sehen kann. Das heißt, wir wollen irgendwie wenn wir etwas ändern, dann würde sich ja auch das, was zurückgelesen wird, ändern. Und das wollten wir nicht. Wir wollten, dass der Mitarbeiter das nicht sehen kann. Wir wollten das manipulieren, aber es war nicht akzeptabel. Das waren 22, 23, 24% Overhead. Und was wir jetzt gemacht haben, ist,
Wir haben jetzt, deswegen haben wir darüber gesprochen, das ohne Root zu machen, das, und weil das mit eben sehr teuer war. Und jetzt gab es eine zweite Variante und jetzt haben wir gesagt, na gut, die Laufzeit möchte, die beschreibt eine ganze Menge Sachen, also die Konfiguration der PIN und so weiter. Warum benutzen wir nicht eigentlich nur die Privilegien von dieser Laufzeit, um dasselbe zu machen? Und wir können da mit einem Overhead von weniger als 1% denselben Effekt erzeugen. Also wir können zum Beispiel Shellcode benutzen, ihr könnt DevMem oder die Treiber für Geräte benutzen und damit kann man die Konfiguration manipulieren. Wie das funktioniert ist, der Unterschied zu dem bisherigen Angriff mit dem Rootkit ist, ihr müsst jetzt irgendwas, was die Anfangszeit referenziert, benutzen. Also wir nehmen zum Beispiel, wenn wir was Einfaches haben, wie eine LED, die alle 5 Sekunden an- und ausgeschaltet wird, aber was wir wollen ist, dass wir wissen, an welchem Punkt diese 5 Sekunden anfangen. Das heißt, ich weiß, es fängt alle 5 Sekunden an, aber ich muss jetzt wissen, in welchem Moment beginnen diese 5 Sekunden. Und das ist was, was ihr irgendwann mal auslesen müsst für ein paar Sekunden, die Ein-Ausgabe-Pins. Und dann wissen wir, was diese Verzögerung ist, an welchen Zeitpunkten das tatsächlich passiert. Und wenn ihr das gefunden habt, dann ist es ganz ähnlich. Also wir setzen den PIN einfach auf den Input-Modus, der Schreibzugriff wird ignoriert, die PLC schreibt dahin, es funktioniert nicht und dann ändern wir den PIN wieder zurück und auf den Wert, den wir gerne hätten. Also es funktioniert ganz ähnlich. Wie bei dem Schreibeding, da setzen wir es einfach auf Output-Mode und dann liest die PLC einfach den Wert, den wir dahin geschrieben haben. Und was wir bislang gesagt haben, da ging es um digitale Dinge, also PIN-Konfigurationen und so weiter. Und die Frage ist, was ist denn jetzt mit analoger Kontrolle und was hat es jetzt mit dem PIN-Multiplexing zu tun, was die physikalische die Verbindung unterbricht? Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also wir können die PIN-Multiplexing-Attacke benutzen, um den kompletten analogen Speicher zu manipulieren, sodass er komplett unerreichbar ist für die Laufzeit der SPS. Und später geben wir die Kontrolle wieder zurück. Das heißt, das ist eine der Sachen, die wir machen können. Und das kann sehr umfangreiche Änderungen, also ich kann zum Beispiel es ist sehr umfangreiche Änderungen, die man da machen kann. Ich kann zum Beispiel den Programmcounter so ändern, dass er zur richtigen Operation springt, also wegspringt von der richtigen Operation. Aber grundsätzlich ist das ganz ähnlich wie beim Digitalen, also es gibt verschiedene Bits, die wir modifizieren. Und jetzt kommt unsere letzte Demo, bei der es um analoge Manipulation eines Motors geht. Und hier benutzen wir den PIN-Multiplexing-Angriff. Und hier seht ihr einen Motor, der alle paar Sekunden rotiert. Und dieser Wert, den ihr hier seht, ist der minus 0,329. Das stellt eine Sinuswelle dar. Das heißt, der Wert geht rauf und runter und rauf. Und das zeigt uns, wie wir den Motor steuern. Und man sieht hier, der Motor rotiert, basierend auf dieser Steuerung. Und jetzt entscheiden wir, wann wir den Motor stoppen wollen, wann immer wir wollen, über die analogen Daten. Und wir starten unseren Loader und was man jetzt hier sieht, der Motor bewegt sich vor und zurück, aber in Wirklichkeit ist er gestoppt. Ich gehe ein bisschen zurück. Nochmal, der Motor bewegt sich, wir laden den Angriff und der Motor hört auf zu arbeiten, aber die Werte in der Steuerung zeigen immer noch, dass der Motor sich vor und zurück bewegt, obwohl er das tatsächlich nicht tut. Weil wir haben den PIN physikalisch über den Multiplexer getrennt. Und es gibt keinen Feedback darüber. Es gibt andere Möglichkeiten für Angriffe, und die schlaue Leute rausfinden könnten. Man kann zum Beispiel die Pull-Up-Pull-Down-Widerstände an den IOs benutzen. Und es gibt die Möglichkeit,
dann gibt es die Möglichkeit, dass vielleicht jemand aus der Ferne über elektromagnetische Felder die Werte ändern kann, über Filter, über die Umgebung. Wie auch immer, wir glauben, dass ihr könnt euren Inputs nicht trauen, die von den IOs kommen. Und was wir glauben, ist, dass im Moment macht es eigentlich keinen Sinn, unseren Angriff durchzuführen, weil es gibt so viel einfachere Dinge, die man im Moment tun kann. Wir haben jede Menge angreifbare SPS, die schon keine grundlegenden Sachen Schutz haben, wie zum Beispiel eben ein Backdoor-Passwort gesetzt haben. Oder es gibt keine. Aber die Hersteller arbeiten dran. Und das heißt, unser Vortrag ist nicht über jetzt, sondern hier geht es darum, was in 2020 ungefähr passiert, weil dann, wenn diese Schutzmechanismen eingesetzt sind, dann wird unser Angriff relevant. Also die Probleme, die es jetzt gibt, sind leicht für die Hersteller anzugehen. Aber wenn das alles mal abgeschlossen ist, dann wird der nächste Schritt sein, die Laufzeitumgebung zu manipulieren. Und zwar ohne Hooks. Und wenn man komplexere und aktivere Verteidigungsmechanismen hat, dann gehen Angreifer auf eine andere Ebene. Und das ist, was unser Angriff macht. Zusammenfassend, wir müssen uns wirklich auf System-Level Sicherheit von Kontrollgeräten konzentrieren. Weil im Moment haben wir wirklich keine guten Verteidigungsmechanismen. Und die Angreifer werden natürlich mit etwas Neuem kommen. Es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Und die Pin-Control-Angriff ist so ein Angriff. Und Majid, hast du eine Lösung für uns? Nein. Also bevor man sich darüber über diese Art von Angriffen Sorgen macht, sollte man erstmal sein Standardpasswort ändern. Und tatsächlich ist es schwierig, eine endgültige Lösung zu präsentieren gegen diese Art von Angriffen. Eine gute Lösung gegen diese Art von Angriffen braucht eine gute Zusammenarbeit zwischen den Software- und den Hardwareherstellern, aber man kann es schwieriger machen. Zum Beispiel kann man IOs nutzen und man kann auch die IOs für nach Anomalien überwachen und mit dieser Art von Aktionen kann man also die Angriffsfläche minimieren. Und ihr könnt gerne unsere Präsentation später nochmal anschauen. Und okay, alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Danke fürs Zuhören und wenn irgendwelche Fragen sind, wir jederzeit gerne. Thank you, Ali and Majid. If you have questions, please do line up at the four microphones here in the hall. If you're leaving, please leave through the front door. And yep, leaving, please only through the front door. We have one question from the microphone up front. Es gibt eine Frage vom Mikrofon vorne. Danke für diesen interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage. Verzeihung, bitte, wenn ihr rausgeht, dann macht es bitte ruhig. Meine Frage ist, wie führt ihr den Code auf der SPS überhaupt aus, um die Multiplexing Register oder die IOs zu Register zu manipulieren? Also um Multiplexing zu ändern, da muss man tatsächlich root sein. Also da muss man im Kernel sein, um den Multiplexing-Angriffe auszuführen. Ohne root-Zugriff geht das nicht.
Aber für die PIN-Konfigurationsangriffe, da kann man das ganz einfach machen. Denn eine ganze Menge von diesen SPSen, also sagen wir es mal so, es gibt verschiedene I/O-Busse, die an der SPS angeschlossen sind. Und was die haben, ist, es gibt verschiedene Arten von, also verschiedene Arten von Bussen, die über diese PIN-Konfiguration drüber kommunizieren. Es gibt also noch einen zusätzlichen Abstraktionslayer auf diesem Konzept. Und was du machst, ist, du kannst diesen Abstraktionslayer angreifen, indem du, also statt direkt auf die Konfiguration zuzugreifen, das geht nicht. Und nochmal, also bei PIN-Multiplexing, das funktioniert nicht, da muss man Root-Rechte haben, der Kernel erzwingt das. Ursprünglich war PIN-Multiplexing beim Booten gemacht, also der Bootloader macht das, aber wenn man das machen will, also wenn ihr Root seid, dann hindert euch nichts daran, aber man braucht eben Root-Zugriff. Es gibt noch... Okay, das ist wirklich interessant. In dem Fall sieht es aus, als könntet ihr immer erfolgreich sein, aber... Es sieht aus, als wäre Demo-Code ist nur... Also es würde so aussehen, als würdet ihr immer nur mmap aufrufen und das dann direkt modifizieren. Und nee, das ist tatsächlich nicht. Also bei unserer Demo haben wir mit der echten SPS, da machen wir überhaupt kein Mapping. Sondern was wir machen, ist, wir greifen eine andere Kommunikation an, die auf dem PIN-Control-Subsystem aufbaut. Also wir greifen hier nicht direkt das Ding an, sondern wir greifen einen Abstraktionslayer an, überhalb des PIN-Control-Subsystems. Und so machen wir das. Aber wie wir das schon gesagt haben, was anderes, was man auch machen kann, was man auch ausnutzen kann, ist, man kann das Mapping auch ausnutzen von schon gemappten IO-Adressen, um die Attacke auszuführen. Also ist das spezifisch zu der Anwendung? Also gibt es einen internen Schlüssel für diese Ereignisse und ihr fangt den ab und nutzt ihn aus? Also wenn ihr keinen Root-Zugriff habt, dann ja. Aber wenn man Root-Zugriff hat, dann kann man andere Sachen machen. Und was ich viel gehört habe und viele Leute, die diese Frage gestellt haben, meinten eigentlich, wenn ich schon Root-Zugriff habe, warum will ich das überhaupt machen? Und der Punkt ist folgender. Wir gehen einfach mal, also ihr geht einfach nicht davon aus, dass wir aktive Verteidigungsmechanismen haben. Also wir haben Schutz gegen Hooking in der SPS, im Kernel. Also was wollt ihr dann tatsächlich machen? Was ist die Alternative? Und was wir sagen ist, dann fasst es einfach nicht an. Fasst nichts an, was Software betrifft, sondern das Einzige, was wir machen, ist, wir ändern nur die Konfiguration der Pins. Und dann können wir denselben Effekt erzeugen, was zum Beispiel auch Stuxnet gemacht hat, ohne die Software eigentlich anzugreifen, sondern nur in das System weiter unten reinzugehen und nur die Ein-Ausgabe direkt anzugreifen. Und das ist ein Zeitpunkt, wo dann unsere Attacke sinnvoll ist. Wenn ihr also kein Default-Passwort habt, wenn ihr keine Checksum habt, warum? Dann macht es keinen Sinn, das alles zu machen. Das ist sehr anstrengend, wenn man einfach diese Register zu modifizieren. Aber wenn es aktive Verteidigungsmaßnahmen gibt, dann macht es plötzlich total Sinn. Denn dann ist man plötzlich viel eingeschränkter, seine Angreifen durchzuführen. Es gibt noch eine Frage aus dem Internet. Gibt's irgendeinen Beweis oder einen Hinweis, dass dieser Angriff tatsächlich genutzt wird? Nein, also ich weiß davon nichts. Also es gibt noch eine Frage. Also wird nochmal nachgefragt. Es geht um GTAC Boundary Scans, also ob hier... Nein, also das gibt's gar nicht. Das machen wir jetzt als Verteidigung. Ein Masterstudent hat damit angefangen, der macht das gerade, aber nein, wir haben das nicht gesehen. Das gab's nicht. Zumindest in den aktuellen Embedded-Systemen oder auch bei den speicherprogrammierenden Steuerungen. Wenn ich meine SPS programmiere, ist es möglich, den I/O-Modus der Pins als Verteidigung selbst zu überprüfen? Nein, das geht nicht. Denn es ist ja nicht die einzige Möglichkeit, den Attacker, wie ein Angreifer, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Angreifer die IO-Konfiguration manipulieren kann. Und eine Sache, die ihr machen könnt, ist, ihr prüft einfach, wie
häufig sich die Konfiguration ändert. Denn in einem tatsächlich physischen Prozess, da sollte das nicht so häufig sein. Also wenn ihr also einen Memory-Forensic-Modus habt, wie hier in einem anderen Talk schon war, diese Speicherforensik-Schutz, das kann man sehen. Aber was man halt nicht sieht, also was man sieht, ist halt nur die Konfigurationsänderung. Was ist denn jetzt beim Pin-Multiplexing? Da wird nur ein Bit geändert. Es wird nur eine 0 zu einer 1 geändert und dann ist es komplett entkoppelt. Und man sieht also sehr wenig, was man machen kann, um das zu bemerken. Also es muss noch eine zusätzliche Verteidigung geben für Pin-Multiplexing. Und was ist, wenn der Angreifer den I.O. ummappt? Also wonach suchen wir? Denn der Angreifer könnte ja vielleicht den I.O. einfach nochmal ändern. Und dann müsst ihr diese Funktionen hooken, die man dann, damit man erkennen kann, was der Angreifer hier überhaupt gemacht hat. Also es gibt da eine ganze Menge mehr Dinge. Nicht einfach nur, um zu schauen, wie häufig sich die Konfiguration von der SPS geändert hat. Ich denke nicht, dass das reicht. Und ich glaube, es muss eine Initiative geben von den Herstellern. Also insbesondere, was, wenn Fehler passieren beim I.O. Und insbesondere auch bei Multiplexing. Also ich finde es ehrlich gesagt sehr überraschend, dass der I.O. nicht verfügbar ist. Es ist nicht teuer. Also zumindest ein Interrupt für Multiplexing. Denn hier wird physisch verhindert, dass du mit dem I.O. redest. Aber es gibt überhaupt kein Feedback, dass der SoC sagt, hey, also was du da geschrieben hast, das ist einfach nicht verfügbar. Und das ist total irre, dass es das noch nicht gibt. Gibt es noch Fragen? Okay, there is a question coming up. Hier gibt es noch eine. Ich frage mich, ich denke über den Interrupt nach. Woher soll der Pin Configuration Controller das wissen, wenn ich von Woran soll jetzt der Controller bemerken, was der Unterschied ist zwischen einem Bus, auf dem einfach nichts passiert, oder eine abgeschaltete Konfiguration? Und es gibt halt kein Feedback-Event aktuell. Also es gibt zwei Probleme, die darunter liegen. Das eine ist, sobald sich die Konfiguration ändert, es gibt keine Information vom SoC. Also der SoC sagt nicht, hey, die Konfiguration hat sich geändert. Das ist das eine Problem. Und das zweite ist, sobald sich die Konfiguration geändert hat und dein Schreibzugriff schlägt fehl, dann gibt es kein Feedback. Hey, dieser Schreibzugriff ist gerade fehlgeschlagen. Und was Sie also zumindest machen können, ist, hey, Sie können sagen, na gut, also diese Konfigurationsänderung, die wird mitgeteilt, sodass zumindest der Treiber oder die Software dann wissen, dass die Konfiguration sich geändert hat, was sie aktuell nicht wissen. Na, ich denke mir, wenn du Root Access hast, dann kannst du die ganze Information sowieso überflüssig machen, oder sie ist überflüssig. Ja, klar, wenn du Root bist. Habt ihr versucht, Sicherheits-SPS zu verwenden, sodass die IOs, die Werte der IOs zurückgelesen werden müssen, und wenn man Nein, solche haben wir nicht angeschaut, dass es war. Also es gibt möglicherweise ein paar SPS, die das tun. Aber zum Beispiel, wenn wir sowohl für Pin-Multiplexing und Konfiguration benutzen, wenn der Angreifer eine Ausgabe ummappt, dann sieht er tatsächlich nur den virtuellen I.O., sodass hier schlägt nichts fehl, denn im virtuellen Speicher wird es ja geschrieben, da wird es auch gelesen, das funktioniert ja auch. Und sobald man das überprüft, das ist richtig, die Werten stimmen. Aber was passiert, ist, dass der physikalische Prozess, der tatsächliche Wert da, der stimmt eben nicht überein. Denn in einem anderen Register, das die SPS, zum Beispiel Level S, SPSen, dass die prüfen nicht die Konfiguration, sondern die prüfen den tatsächlichen Wert. Und der ist halt da, aber es hat nichts mit dem physikalischen Prozess zu tun. Und deswegen nennen wir das auch die Speicherillusion. Denn was man da sieht, hat nichts damit zu tun, was in der physikalischen Welt tatsächlich passiert. Es gibt noch eine Frage über IRC, über den Signal Angel. Oder auch nicht. Oder doch? Lass uns noch eine Frage über das Mikrofon annehmen. Bitte? As you have to emulate the process of your
PLC. Works only for a couple of seconds. Is there any way to exfiltrate the PLC program? Also ihr müsst ja das Programm der PLC emulieren. Gibt es eine Möglichkeit, die Software auszulesen aus der SPS? Und die Frage ist, ja, klar, das geht, aber warum würdest du das machen wollen? Ich verstehe in einem APT-Szenario, verstehe ich das nicht. Also ihr wollt... Ich meine, möglicherweise will man vielleicht die Daten irgendwie erstmal als Aufklärungsdaten haben, aber wenn man Remote Code Execution hat in der SPS, dieses Jahr, glaube ich, waren es 5 Lücken, die gefunden wurden. Klar, wenn du das hast, dann kannst du dir das auch auslesen, ohne dass da eine Meldung dazu passiert. Okay, die Zeit ist rum. Vielen Dank. Ja. Alle, das hier ist Majid und...